Metal-Leute, Serpil hier. Heute geht's mal was, das mich ernsthaft verängstigt. Und zwar, ich öffne mal kurz was. Es ist eine Studie der. Ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus. Oh mein Gott. Der kaufmännischen Krankenkasse, genau. Die haben eine nette Studie dazu gemacht. Endstation. Depression heißt die. Es geht halt um die psychischen Erkrankungen und was da alles passiert ist bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn man auf die Statistiken guckt, weiß man auf jeden Fall, Deutschland hat Zukunft. Ich meine, bei solchen qualitativen Anstiegen wie einem Anstieg von 119% in Depressionen der Jugendlichen und 12% Anstieg Depressionen bei Kindern. Und hey, 101% Burnout bei Kindern und ganze 114% Burnout-Erhöhung bei Jugendlichen. So, what the fuck? Das ist halt krank. Schlafstörungen sind das Einzigste, wo Kinder runtergegangen sind. Dafür aber Jugendliche um 84% hoch. Ja, Anpassungsstörungen 90% hoch bei Jugendlichen, 52% hoch bei Kindern. Angststörung einfach 76% hoch bei Jugendlichen. Das ist halt normale Dinger so. Kann man mal machen, muss man nicht. Ja, ne? Ist halt so ganz schön. Das Einzige, was mich da jetzt irgendwie verängstigt, ist, können wir bitte nicht Japan oder China werden, wo einfach der Bildungsdruck so hoch ist, dass Kinder es wirklich als gute Alternative zum Leben sehen, einfach aus dem Fenster zu springen, anstatt einen Test zu schreiben. So, ich will nicht, dass einfach Deutschland am Ende auch so endet. Ich will nicht, dass irgendwelche Kinder sich aus dem fucking Fenster schmeißen. Leistungsdruck und Depression. Das ist krank. Das sind Studien auf der einen Seite von 6 bis 12 und auf der anderen Seite von 13 bis 18. Das sind nicht mehr. Das sind noch immer Jugendliche und Kinder, von denen diese Studie handelt. Fucking Jugendliche und Kinder, wo sich einfach mal die Depressionsrate und die Burnout-Rate so hart erhöht bei Jugendlichen so. Burnout ist bei Kindern um 101% gestiegen und bei Jugendlichen um 114. Das ist doch nicht normal. Das kann nicht gut sein. Aber ich komme nicht dahinter. Ich will einfach nicht, dass das so endet wie in Japan, wo sich irgendwelche Kinder freiwillig zur Schule aus dem Fenster schmeißen. Aber naja, was soll ich tun? Ne? Haut rein, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bleibt toxisch, entbimmelt die Glocke, deabonniert mich, disliked meine Videos und jetzt runter von dem Haus, ihr Wahnsinnigen!